Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr merkt, bin ich gerade am mich ganz, ganz extrem beeilen, weil ich den Zug nach Beersheba kriegen muss. Also ich bin ja sonst immer mit dem Zug mittags, nachmittags gefahren nach Tel Aviv hier aus Ra'anana, und zwar relativ leer. Aber ich sehe, morgens ist schon ein bisschen was los. Also scheinen ein paar Leute auf jeden Fall die Bahn jetzt, die gibt es ja jetzt seit, kurz vor Corona wurde sie fertig gebaut. Zwei Stationen in der Stadt. Einmal im Westen, wo wir sind, und einmal im Osten der Stadt. Und sind so einige, die jetzt anscheinend nach Tel Aviv fahren damit. So, ich sitze jetzt im Zug. Der war jetzt ein bisschen zu spät. Und ich fahre jetzt erstmal nach Herzliya, muss dort dann umsteigen und fahre dann wirklich direkt durch in den Süden, in die Wüste nach Beersheba. So, wir sind da. Ja, wir sind jetzt in Beersheba angekommen und laufen jetzt zu unserem Termin. Wir sind nämlich hier verabredet, deswegen sind wir den ganzen Weg in die Wüste nach Süden gefahren. Fast 2 Stunden mit dem Zug gefahren. Ab März haben wir ja wieder Innovation Tours in Israel aus Deutschland und aus der Schweiz. Und wir haben hier ein paar neue Kontakte geknüpft und wollten mal ein paar Sachen für unsere Tours vorbereiten. Und ja, deswegen sind wir hier all the way nach Beersheba gefahren und versuchen jetzt auch das zu finden, den Weg zu unserem Termin. Ich meine, Beersheba. Zum ersten Mal. Wow. Ich war hier schon öfter. Ich habe auch Freunde, die hier leben. Aber ich glaube, dass die Brücke hier richtig neu ist. Also an die erinnere ich mich gar nicht. Going to be part of the district of the innovation. Yeah, you see the buildings going to change and going to be a massive buildings over this area. Okay, wow. So, yes. Ja, wir sind jetzt fertig mit unserem Meeting und sind total aus dem Häuschen, weil super glücklich, weil das Meeting einfach mega, mega erfolgreich war. Ne? Das war echt, das war so, so beeindruckend. Also wirklich, was hier auch in Beersheba, also gut, das ist halt eine Großstadt mitten in der Wüste, was ja schon mal was Besonderes ist. Aber die haben wirklich in den letzten 10 Jahren, glaube ich, in etwa, haben sie wirklich eine Cyber Capital aus dieser Stadt gemacht. Also, und die bauen eben diesen Innovation District und die bauen eine ganze
Startup-Community hier in Beersheba und es gibt schon sehr, sehr viele verschiedene Labs und Hubs und Acceleratoren und Venture Capitals und die Uni hilft damit, verschiedene öffentliche Institutionen helfen mit, das Militär, das Krankenhaus hier, also es ist mega beeindruckend und ja, wir haben jetzt einige Sachen besprochen, die wir mit unseren auch Delegationen hier machen werden und wir freuen uns da schon riesig drauf. Und sind jetzt noch mal kurz hier unten in Jams gegangen, seht ihr auch so ein bisschen hinter mir, ich zeig euch mal. Ja. Genau, Jams. Und das ist so eine kleine Brauerei, Bierbrauerei in Israel und wir werden eine Kleinigkeit essen. Bier werden wir wahrscheinlich nicht trinken. Zu früh, kein Bier vor vier. Und dann fahren wir mit dem Zug auch schon wieder zurück. Also genau um diese Brücke herum wird dieser Innovation District gebaut. Zum Teil, da wo wir ja waren, der Teil ist schon fast fertig. Das Militär ist noch nicht umgezogen, das wird noch da alles eingerichtet. Viele Innovation Labs sind schon da. Auch das CERT IL hat schon ein Office. Gut, die Universität und auch das Krankenhaus ist jetzt auf der anderen Seite, wo wir jetzt hingehen, zur Bahn. Auf der anderen Seite von der Brücke, genau hier, wird noch im Hintergrund, da werden noch irgendwie Konferenzzentrum gebaut und Hotel, glaube ich, noch. Also es wird noch alles viel, viel größer und cooler. Aber genau, das ist der Innovation District in Beersheba, ist auf jeden Fall schon beeindruckend, was sie in den letzten paar Jahren hier gebaut haben und aufgebaut haben für eine Community.